Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir oder von uns. Ich glaube, heute wird Bernd auch mal zu sehen sein. Es sind jetzt noch 5 Tage bis zum Umzug tatsächlich und ich gehe nachher auch zum Haus oder wir alle gehen nachher zum Haus, denn es ist noch einiges zu tun, aber auch hier ist noch einiges zu tun. Ich habe heute schon angefangen. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also der Backofen, das ist ja jetzt nicht so das Problem, da ist ja diese Pyrolyse-Technik-Dings da, das hat er schon gemacht vor ein paar Tagen. Aber hier, das ist mein Problem. Die Blätter müssen ja, soweit ich weiß, raus bei Pyrolyse. Und jetzt habe ich die mit so einem Ding hier sauber gemacht. Sowas. Und das geht auch, es ist echt viel abgegangen schon, aber es ist halt auch echt viel noch drauf. Also ich brauche vielleicht 2, 3 Durchgänge, muss ich mal schauen. Jedenfalls das Induktionskochfeld, da war auch so Dreck hier. Das habe ich auch mit so einem Edelstahlschwamm hier sauber bekommen. Das ging gar nicht mehr ab, das sah richtig unschön aus. Und jetzt ist es wieder einigermaßen sauber geworden. Oh, man sieht halt voll die Kratzer, ne, so auf der Kamera. Ja, denn wenn wir umziehen, dann möchte ich da gerne sauber starten, einigermaßen. Ja, jetzt habe ich hier noch unseren Pizzastein. Den kennt ihr noch aus den Sommervlogs, da haben wir ganz viel Pizza auf dem Grill mitgemacht. Und so sieht er jetzt auch aus. Das ist halt total schwer zu reinigen. Ich habe es mit der Drahtbürste versucht, aber nicht so wirklich. Und ja, weiß ich auch nicht, habt ihr Tipps, wie ich den sauber kriege? Keine Ahnung, da ist halt, ja, was so, Tomatensoße, keine Ahnung, was da alles drauf ist. Vielleicht lege ich den mal in Wasser ein. Ich probiere das mal. Das ist jetzt einfach Wasser mit Spülmittel. Und ich glaube, ja, super, der passt gar nicht richtig hier drauf, der Stein. Aber an einer Seite kann ich es versuchen. Dann sehe ich ja, ob es was bringt. So, hier ein Handtuch drunter. Weil das so ein bisschen uneben ist hier, dieses Backblech. So, ja gut, dann warte ich mal ein bisschen ab. So, dann kann ich schon mal Smurfy sein Essen fertig machen. Dann war vor ein paar Tagen hier noch unsere Spülmaschine kaputt, in Anführungsstrichen. Die hatte das schon mal, dass die so aufhört einfach zu spülen. Also diesen Spülvorgang, der normal 2 Stunden oder so dauert, nach 20 Minuten oder so, es steht dann E24 im Display. Oh, und ich hatte so gar keine Zeit und Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich wusste, dass es eigentlich nichts Schlimmes ist, weil wir das schon mal hatten. Und dann, dank YouTube, habe ich den Fehler rausgefunden. Ich konnte halt, also ich wusste, es hat was mit diesem Ablaufsieb zu tun. Das hatte ich auch schon gereinigt. Aber man kann das halt so richtig auseinanderbauen, da noch diesen Abfluss da, ne? Und das habe ich geschafft dank einem YouTube-Video. Und da war halt so ein Stück Plastik drin verheddert in diesem Rädchen. Deswegen konnte das nicht mehr abpumpen. Und es hat wieder funktioniert danach. Also es war gar nicht so aufwendig, aber ja, bis ich mich dazu aufgerafft habe und die Zeit gefunden habe, hat es etwas gedauert. Ja, und während jetzt hier der Pizzastein einweicht, gehe ich mich mal ein bisschen fertig machen. Also besser geht es nicht sauber. Ich meine, diese Verkrustungen sind jetzt weg. Das sind nur noch Verfärbungen, aber ja, egal. Es wird trotzdem super schmecken. Also einen Pizzastein kann ich euch super empfehlen. Das ist richtig lecker. Wenn der richtig aufgeheizt ist, dann ist der Pizzaboden richtig schön knusprig. So, wir sind jetzt soweit hier fertig. Fahren jetzt zum Laden. Der Bernd hat nämlich heute Morgen seinen Shake vergessen. Und dann fahren wir zum Haus und dann geht's ans Badezimmer putzen.
nämlich eigentlich ganz schön, die Schränke. Und deswegen behalten wir die auch. Aber die müssen halt gereinigt werden. Ich zeige euch, wie die von hinten aussahen. Also einmal hier die Seite. Und hinten. Also hier sehr staubig und hier findet man auch noch Sachen. So. Da. Ich meine, ist ja normal, ne? Dass das über die Jahre so wird. Aber ich kann einen Nagel mit einem Daumen reindrücken. Wenn ich jetzt hier einziehe, dann möchte ich das gerne sauber haben. Oh, ich weiß nicht, ob man das sieht. Diese Eule ist hier am Dachfenster. Boah, die geht nicht ab. Dieses Fensterbild. Ich zeige euch, wie ich das mache. Stückchen hier runter und ich bin auch komplett voll damit. Gesicht, Haare, alles voll. Eddie muss dann. So, wir sind in der Tiefgarage vom Ikea, sind spontan hier hingefahren und geben dem Eddie jetzt schon mal sein Abendessen. Der muss nämlich im Auto warten, der darf da nicht mit rein. Wo ist das denn? Ach, das habe ich nicht hier. Das ist im Auto, im anderen Auto. Kacke. Hier, ja. Und gib ihm Fleischwurst. Ja, kannst ja. Der wird sich nicht beschweren. Was soll ich jetzt machen? Ist im anderen Auto sein Futter. In dem. Die halbe nur. Ja. Ja, weil. Wir wollten jetzt Dings kaufen, wie heißt's? Plissés. Also uns die zumindest mal angucken, wie die zu befestigen sind. Weil wir ja keine Rollos mehr haben und damit es schön dunkel ist, wenn wir morgens schlafen. Dann wollten wir, was hatten wir noch gesagt? Lampen, ne? Glühbirnen, weil Bernd baut eine Lampe selber fürs Schlafzimmer. Die muss ich euch mal zeigen. Ja, und so ein bisschen Deko und so. Das sind so unsere Vorbereitungen für den nächsten Lockdown, der jetzt bestimmt bald kommen wird. Ne? Risikogebiet sind wir ja schon. Ich habe Zuschauer. Ja, wir sind live dabei. Ihr seid live dabei hinter der Kamera. Darfst du testen? Darfst du testen. Wir haben nämlich einen neuen Mundschutz, den muss ich euch zeigen. Andersrum, ne? So? Das Weiße nach unten. Platz. So. Achtung. Dann um die Ohren. Das andere Kind? Da ist das andere Kind. Ja, wir vermuten nämlich, dass der nächste Lockdown kommt. Ja, gib mir mal meinen Mundschutz wieder. Hier. Ich habe nämlich so einen jetzt. Ich habe euch erzählt, dass ich voll die Probleme habe mit Mundschutz. Ja. So, Test, Test. Mal gucken, ob sie mich so reinlassen, ob das erlaubt ist. Fahren wir Aufzug, ja, ne? So, ja, dann können wir für Lena oder für uns für zu Weihnachten. Zeig. Ja, ich durfte mein Visier nicht benutzen. Ich habe jetzt eins von denen bekommen. Ist auch besser als ein Mundschutz. Muss man mal wieder abgeben. Schade, ich würde so gerne Ikea-Werbung laufen. Wir haben euch doch erzählt, dass wir die Tupperdosen alle auf Glas umstellen. Und jetzt sind die schon im Angebot. Also anstatt 4 Euro kosten die nur noch 2 Euro. Die kleinen, ne? Die kleineren, ja, aber davon können wir ja 10 Stück mitnehmen. Ja, wir müssen nur die kleinen und schon die großen mitnehmen. Keine großen? Nein, wir müssen nur die kleinen machen. Warum? Ja, weil die großen ja auch 50 Cent, wenn ich nicht. Aber die kosten die Hälfte. Ja, ja, ja. Kannst du mal 20 Kleine mitnehmen? Dann nimm 20 Kleine mit. 30, oder? Ja. Das lohnt sich doch. Hast du schon alle eingepackt? Achso, Deckel noch. Ja. Ich muss
kosten die? Stecke? Hier. Ne, das sind die Klemmen. Wir haben nämlich rausgefunden, die sind doch nicht im Angebot. Das sind die Plastikdinger davon. Aber wir nehmen trotzdem welche mit, weil wir fürs Wochenbett vorkochen möchten. Und die haben wir mitgenommen. 1,50 die Decke. Ja, nutzt ja nichts, ne? Ich habe jetzt nur 10 mitgenommen. Ja. Für die Schule, für Casino mit so Abteilung. Ja. Können wir ein paar große mitnehmen? Ja, können wir gerne machen. Die große dann noch? Ja, dann haben wir 10 große, ne? Dann haben wir 6 große. 2 haben wir. Wir haben nur 2 große. 2 große und 6 kleine haben wir letztes Mal. Ah, okay. Ja, die ist so gut, die Größe. Wir haben nämlich immer das Problem, dass die Beschichtung abgeht. Ich weiß nicht, müssen wir mal eben googeln, welches Zeichen Google das doch mal für Induktion ist. Guckst du? Ja. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir jetzt eine Pfanne ohne hier so eine Beschichtung. Und die ist richtig schwer. Die können wir uns auch auf den Kopf hauen, dann vergisst man alles, was man Böses gesagt hat. Das hier ist Induktion. Das mit den Wellen ist Induktion? Ja. Ja, super. Dann nehmen wir eine mit. Damit wir im Lockdown auch braten können. Ja, 40 Euro. Ja. Aber jetzt besser einmal 40 Euro als 5x 30 Euro. Ich muss den Leuten erzählen. Wir sind gerade bei Gardinen und haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir fürs Schlafzimmer so eine Doppelgardine nehmen. Die kommt dann halt im Fenster. Ja, so ist zum Beispiel. Und darüber kommt ja dann noch so eine Gardine mit so 2 Gardinenstangen. Allerdings müssen die gekürzt werden. Kannst du Gardinen nähen? Umnähen. Also kürzen. Bernd fragt jetzt seine Schwester. Ja, wir wollen bei Ikea welche holen, die sind 3 Meter lang und die müssen halt angepasst werden. Wir können uns überhaupt nicht entscheiden bei den Übergardinen. Wir haben jetzt hier einmal so ein Beige. Eine Kundeninformation. Der Kunde Leben möchte sich bitte in der Abteilung Verstauen und Ordnen einfinden. Sein Kollege Carino wartet dort auf ihn. Ja, wir melden uns. Ich wiederhole. Der Kunde Leben möchte sich bitte in der Abteilung Verstauen und Ordnen einfinden. Sein Kumpel Carino wartet dort auf ihn. Ja, super. Unsere Kinder sind lost. Dann haben wir so einen Rosé-Ton hier. Und so einen Mint-Ton. Ja, ich mag das hier am liebsten. Dieses Rosé. Und die Kinder, die sind hier halt unterwegs im Ikea und haben sich jetzt wohl verloren. Und deswegen hat der Casino seinen Freund ausrufen lassen. So, die Kinder sind wieder da. Bernd hat sie wieder gefunden und unser Wagen ist plötzlich sehr voll. Ja, und jetzt suchen wir Glühbirnen für die Lampe im Schlafzimmer, die Bernd selber baut, die er euch unbedingt noch zeigen muss. Ja, E27 brauchen wir, ne? Ja, die sehen ja cool aus, ne, dieses Gedrehte. Aber... Oder? Wie findest du das Gedrehte? Für 10 Euro. Ja, ja, klar. Die sind teurer, diese außergewöhnlichen Birnen. Oder sowas dickes da? Ja, also wir brauchen 8 Birnen für eine Decke für die Lampe. Dann nehmen wir jetzt die kosten 8 Euro, die E27. Und dann haben wir noch 2 Wandlampen. Dafür nehmen wir dann die länglichen 2 Stück. Die kosten 10 Euro, glaube ich, eine. Ja. So, wir haben jetzt für 400 Euro eingekauft ungefähr, ne? Irgendwie 380 oder so. Und ja, das filme ich euch morgen alles in Ikea-Haul, mache ich euch. Und jetzt haben wir uns gekauft Hot Dogs. Und man muss sich das alles selber belegen, hier mit Ketchup, Mayo, Tüten
Guck mal, das ist für Levin hier einmal normales Hotdog, also nicht Veggie. Was möchtest du? Ketchup und? Nur Ketchup? Ja. Einmal Ketchup. Dann Salvino. Einmal Veggie. Was möchtest du? Haben wir noch einen Veggie-Hotdog? Ja, wir haben 3 Stück für dich. Alles klar, gut, danke. Oh. Senf? Ja. Sauerbrötchen? Warte. Muss ich mal suchen. Senf? Senf? Ja. Gürkchen? Ja, das war's. Keine Zwiebeln, kein Ketchup? Nee. Okay. Lasst es euch schmecken. Was ein Plastikverschwendung. Kann ich es irgendwo drauflegen? Wir haben, warte, ja, sowas geholt, so Schuhdinger. Sind die hier? Ja. Nee, die hier, diese Platten von Schuhe. Ja, lass du einfach. Dass die Kinder eben ihre Hotdogs da drauf belegen können. Ah. Hier. Ja, liegt doch einfach. So, liegt doch eben. Komm her. So, wieder ein Szenenwechsel zu Hause. Es ist jetzt 20 Uhr, geht eigentlich noch. Ich habe es ein bisschen später jetzt erwartet und ich wollte mich eben abschminken. Ich benutze zurzeit ja alles auf. Ich habe normalerweise solche großen Abschminkpads und das funktioniert auch super. Aber wirklich in den letzten paar Monaten habe ich versucht, oder wir alle, ganz viel aufzubrauchen und sind immer noch dabei. Wir haben es nicht geschafft bis zum Umzug. Alles aufzubrauchen. Ja, und ich habe jetzt noch eine Spülmaschine angemacht, eine Waschmaschine angemacht, wie ihr hört. Die ist da. Und wäscht jetzt. Weil wir ja wahrscheinlich, wenn wir nächste Woche umziehen, können wir bestimmt ein paar Tage erstmal nicht waschen. Und ich wollte so viel wie möglich durchgewaschen haben, dass ich nicht so viel dreckige Wäsche mit rübernehmen muss. So ist der Plan. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das IKEA heute echt spontan war. Und wir hätten es nicht tun sollen. Das war so voll. Oh mein Gott, das war schon, die Autobahn war voller Stau. Und dann da wurde es auch so voll. Also man konnte ja auch schlecht filmen. Und es war, ist halt echt ätzend, wenn es voll ist. Und dann haben die Kinder sich noch verloren. Vor allem werden die da ausgerufen, ey, meine Güte. Und ja, ist ja alles gut gegangen. Bernd hat die voll schnell dann gefunden, zum Glück. Aber einzeln, ne, der Levin wusste halt nicht. Also der Mensch, der das da durchgesprochen hat, der hat halt gesagt, der eine soll in die und die Abteilung kommen, ne. Aber woher sollen denn Kinder wissen, das weiß ich noch nicht mal, welche Abteilung was ist. So, wie ich da hinkomme und so. Ja, egal, es hat alles geklappt, es ist alles gut gegangen. Und jetzt geht's aufs Sofa. Und wir haben noch den Einkauf alles ins Haus gebracht, gerade von IKEA. Morgen drehe ich euch den IKEA-Haul. So ist der Plan. Ich weiß noch nicht, ob ich den dann jetzt schneide vorm Umzug oder ob ihr den dann erst in ein paar Wochen seht. Ich weiß es noch nicht, weil den wollte ich mit der Kamera drehen. Und den werde ich dann bestimmt erst schneiden, wenn wir schon im neuen Haus sind. Mal gucken. Es bleibt alles eine Überraschung. Okay, meine Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.